So, da bin ich wieder. Es ist 8.49 Uhr, ein paar Tage später. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt tatsächlich her ist. Ich habe alle auf Level 80 gepackt. Dumbina ist natürlich ganz knapp vor Level 81. Wird mit dem ersten besiegten Pokémon passieren. Und ich werde jetzt zwei Pokémon austauschen. Ja, doch, ich bin ja an dem PC, ne? Welche Items tragen eigentlich? Pass auf. Silberstaub, ewiges Eis. Interessant. Wir packen Garados und Nimmersatt raus. Aus dem speziellen Grund, dass ich nicht glaube, dass die in der Arena so unglaublich gut sind. Hallo, Michi. Da willst du nur mal ganz kurz was essen, bevor du aufnimmst. Weil man hat Hunger. Dann kommen natürlich Michi 1 und Michi 2 rein. Unglaublich. Ach so, warte. Ich habe Katzenhaare im Mund. Giratina wollte ich die Sanftglocke geben, dass es Draco-Meteor lernen kann. Es hatte, glaube ich, sonst... Es hatte Schemenkraft, dafür habe ich Dunkelklaue ran, wegen den AP. Es hatte... Wie heißt denn das? Unheilböen, also Antikraft im Geist. Dafür habe ich Erdkräfte drauf. Ich weiß, das wäre Step gewesen, aber ich habe schon eine Step-Geistattacke. Darum habe ich Antikraft statt Unheilböen draufgelassen. Bei Kumula. Es hat Abgesang für Heilung gelernt und Himmelsfeger für, ich glaube, was war das? Drachen... Feuerodem. Feuerodem war das. Jetzt habe ich leider nur Himmelsfeger für den Drachentanz. Was heißt, so gut ist es noch nicht. Vielleicht gebe ich Kumula auch eher Drachenklaue. Aber das wird jetzt so hoffentlich passen. Ich bin smart, Items und so. Wie gesagt, Sanftglocke sehr wichtig. So, das müsste ich haben, oder? Da. Eine Sanftglocke auf Platinum. Wir können auch den Platinum-Orb holen. Dann mache ich jetzt auch vor der Arena nicht mehr. Und was hätte ich sonst noch? Drachenzahn. Drachenattacken verstärken. Habe ich was für Flugattacken für Himmelsfeger? Wobei, das gibt keinen Sinn in der Elektro-Arena, oder? Nicht wirklich. Kumula kriegt einen Drachenzahn für Drachenpuls. Ich weiß, nicht der beste Nutzen von einem Drachentänzer. Aber was soll man machen? So ist das halt. Ich hoffe sowieso, dass ich mit Donphan einfach durch kann. Können Sie bitte da rein? Dann ist nämlich alles super toll. Die klettern schon wieder irgendwo. Es ist kein Problem, eine Katze reinzulassen. Gar kein Problem. Das ist gelogen, aber kein allzu großes Problem. Es sind aber beide hier drin. Müssen die immer... Hallo! Ich habe so ein relativ wackeliges Bücherregal, was halt nur dazu da ist, Bücher und so einen Scheiß reinzustellen. Das ist eigentlich nur eine dumme Ablage für altes Zeug. Aber die müssen da drauf klettern. Und irgendwann haut es die gehörig auf die Schnauze. Und dann muss ich zwar ein bisschen kichern, aber doof ist es trotzdem. Das ist bequem. Ja, ist bequem. Ich würde ja jetzt ein Foto machen und reinschneiden, aber ich bin stinkgefaul. Gut ist auch der andere, den ich jetzt nicht sehe, der aber bestimmt auch schon wieder irgendwo rumklettert. Der muss sich immer sofort auf meinen Stuhl setzen, weil er genau weiß, ah, der Terminus, weißt du? Der sitzt gerne auf dem Stuhl, finde ich scheiße, ist jetzt mein Stuhl. Dann sehe ich auch anders. Egal, wir sind da, was geht ab? Der sieht aus wie der, egal, das mache ich fertig. Nun, dein Herausforderer, es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Schon das Herausfordern ist so schwer, ist ja krass. Und die Mäusen haben nicht auch in der Chance. Ich komme nicht mal ins Schwitzen, ne? Ach ja, ich bin der Arena-Leiter der Folgner. Man sagt, ich wäre der beste Arena-Leiter in ganz Hino, aber... Das finde ich doof. Lass uns zerprügeln. Ja, das macht Spaß. Vielleicht machen wir auch einen Pokémon-Kampf. Der hat sogar die Musik. Okay, 6 Pokémon ist schon mal... Warte, warum heißt der jetzt Marcy? Der hat einen Farbigel. Der wird nicht. Nee. Der wird Bettenpass drücken. Death Drop, Bettenpass. Der wird Bettenpass drücken. Oder gehe ich hin? Nein. Ich gehe auf Grimasse. Der wird Bettenpass drücken.
Nein, Turbo-Tempo? Dann bringt meine Grimasse nicht, dann hätte ich ihn jetzt killen können. Ich dachte jetzt echt, der drückt Bettenpest, der Schwerttanz. Ich habe jetzt auch Pinchburg oder so erwartet. Wenn er jetzt tauscht, ist er plus 2 Angriff, aber minus 2 Speed und ich kann... Ich habe das Garados nicht dabei. Okay, kein Turbo-Tempo. Hallo, Mieti. Der beobachtet mich. Der ist nicht gewohnt, dass ich so viel rede mit scheinbar nicht ihm. Und da fahren gerade Autos vorbei, was Licht durch die Fenster bringt. Findet ihr alles ganz interessant da oben. So, das Level Up habe ich mir auch verdient. Nein! Ja, darauf habe ich nur eine Antwort, ehrlich gesagt. Dann. Klar hat er einen Pike hier. Hallo. Okay, keine Hydropumpe. Das finde ich okay. Weil wir wissen ja, Gegner müssen sowieso nicht. Aber ich darf trotzdem nicht auf Angeberei, weil Raumschlag. Ich hab Donnerblitz, ich bin doof. Das hältst du aus, ich heil dich gleich, ist gar kein Problem. Das war nicht mein Crit! Das war nicht mein Crit. Habe ich eigentlich so rein aus Interesse so ein... X Spezialverteidigung, aber scheinbar nicht. Haha. Hihi. Huhu. Donnerblitz hat zu viel Schaden gemacht. Donnerblitz hat zu viel Schaden gemacht. Und ich will jetzt ehrlich gesagt nicht anfangen, AP zu stallen. Zur Not muss ich jetzt aber noch 14 Tränke reinballern. Oder er macht einen dicken Fehler. Ich kann auf Angeberei gehen, aber dann Raumschlag. Auf Psychokinese. Lass mich in Ruhe. Er ist auf Surfer gegangen. Er hat prediktet, dass ich auf Drohnenfahren wechsle. Der miese Marcy. Ich sage dir, warum heißt sie jetzt Marcy? Nein! Das ist okay, wenn ich treffe. Okay. Weil ich gehe dann jetzt einfach auf den Top-Genese und keinen Top-Trank. Ist alles okay. Hauptsache, ich mache jetzt ein bisschen über die Hälfte Schaden. Es war ein Ränkeschmied drin. Komm schon. Verwirrung? Dann kann ich. Kann das überhaupt verwirren oder war das spät? Ich habe nur 2 Top genesen. Ich muss jetzt, aber ich bin nicht zufrieden damit. Ich dachte, ich habe schon mehr. Konnte ich da keine kaufen? Oh. Wenn der jetzt ein Pike... Der holt sich einen Smilgel raus und du denkst, ja okay, uncool. Dann kommt der mit dem Pike hier. Dass immer jede Runde auf Surfer geht. Entweder zum AP sparen oder weil er ein mieser Motherfucker-Boy ist. Ein Crit und ich bin übrigens weg. Gefällt mir gar nicht. Da ist Raumschlag, sollte ich aber aushalten. Auch wenn es Step ist. Und physisch. Raumschlag ist physisch, oder? Wahrscheinlich. Okay. Okay. Weg, Penner. Raumschlag ist auch nicht wie Zeitenlärm eine Aufladattacke, also wie Hyperstrahl. Raumschlag ist schwächer, aber dafür halt hat es die Aufladezeit danach nicht. Ja, war ja auch nur ein Palkchen. Okay. Das Ding hat Eisschlag. Ich kann in Platinum gehen, aber... Wir gehen jetzt in Lumbina. Und teilen das vielleicht voll. Weil Eisschlag tut Ding genauso weh. Donnerschlag. Ich hau dich. Eishieb. Genau, ja. Aber das ist nur ein Eishieb. Das kann mir nichts. So doll. Da, ich hatte sogar noch einer. Was? Das passiert mir immer, wenn ich eingefroren werde. Passiert nicht oft, aber egal in welchem Pokémon-Spiel zurzeit. Ich tau sofort wieder auf. Und das finde ich für mich ganz toll. Aber das ist doch scheiße, oder nicht? Kommst du jetzt mit dem Dialga? Komm bitte nicht mit dem Dialga. Warum rede ich mit dir eigentlich? In was wechsle ich jetzt? Was tue ich? Lasche Queen ist nicht geheilt. Das ist meine Schwester. 124. Ich hau mir jetzt einen Trank rein.
und überlebe hoffentlich in Zeitenlehren. Und hoffe, dass es keine Wasserattacke hat. Das dürfte. Das ist ein Dialga, es hat keine Wasserattacke. Ja. Es kommt Zeitenlärm oder eine Lichtkanone oder eine Drachenklaue. Ja. Das ist okay. Wie doll tut das weh? Wenn ich das aushalte, halte ich einen Zeitenlärm aus. Ich halte keinen Zeitenlärm aus. Ich halt. Ich würde gern wechseln. Aber ich kann jetzt nicht in Lashokwin wechseln, solange es nicht geheilt ist. Und mit Platinum Zeitenlärm abbekommen oder mit irgendwas anderem geht auch nicht. Ich müsste eigentlich in Temnes gehen. Weil wenn mich jetzt ein Zeitenlärm bei vollen KP ausnockt. Nein! Nein, wo denn? Was habe ich verpasst? Ein Grill? Nein? Okay. Aber ich kann Dumbina ehrlich gesagt auch nicht jetzt. Wir gucken nochmal nach. Ne? Temnes hat schon mal wesentlich weniger KP. Das ist schlecht. Die Spätstef ist nicht viel höher. Das ist schlecht. Boah, was mache ich hier? Hallo? Es ist zumindest resisted. Also macht es jetzt ein Drittel? Warte, ich bin auf Kampf. Okay. Ich mache jetzt den Smart Move und heile Lashokwin voll. Bevor ich auf eine Aura-Sphäre gehe. Und wenn jetzt die Zeitenlärm kommt und ich den überlebe, habe ich sowieso freies Spiel. Dann kann ich machen, was ich will. Ich bin tot. Wieso kann dann Aura-Sphäre? Das überlebe ich nicht, ich muss mir gar keine Hoffnung machen. Wieso kann das Aura-Sphäre? Woher denn? Ich meine, Lashokwin ist jetzt auch kacke. Aber immer noch besser. Und ich glaube, es hat Zeitenlärm, es muss sein Signature haben. Hat es nicht! Fuck you! Es hat nicht Zeitenlärm. Es hat gar keine Drachenattacke, oder? Was war? Wir haben Lichtkanone gesehen. Aurasphäre. Und Heilblockade. Wir haben das letzte noch gar nicht gesehen. Wenn es Drachenklaue ist, habe ich jetzt ein Problem. Ich gehe voll Röntgeschmied. Kannst du nicht mal. Du hast kein Elektro-Pokémon mehr. Das macht mir gar nichts. Wir mussten Temnes abwerfen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der fucking Palkia und Dialga hat. Ich hatte Angst vor Elektro-Pokémon. Da kommt. Ey, fuck you. Das gewinnt nicht. Hau dich zumindest jetzt selber, ja? Nein, ich hab keine Lust. Kann ich unter Halblockade eigentlich auch keine Tränke einsetzen, oder geht das nur für Attacken? Ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt ist beides gleich. Stahl, Resistance, Psycho noch. Hau dich! Danke! Fucker. Der hat aber kein Giratina, oder? Weil das würde mir so ein bisschen nicht gefallen. Der Crit war vermutlich notwendig. Ist immerhin Dialga. Alles nicht so cool hier. Boah, jetzt hätte ich gern Schutzschild, ehrlich gesagt. Das Ding kann Schattenklaue haben. Ich gehe in die Schnecke und hoffe, dass er nicht auf Erdbeben geht. Kann er natürlich auch haben. Gigaschuss. Ich hätte natürlich jetzt in meinen Giratina können, aber da eine Schattenklaue drauf. Das wollte ich nicht. Mein Problem ist jetzt trotzdem, was mache ich?
Ich will jetzt Dumbina voll heilen. Und dann auch in Dumbina gehen. Wobei. Pass auf. Dumbina hat schon mal viel mehr KP, ja? Aber du hast 200 Verteidigung. Du auch. Du hast sogar mehr Verteidigung. Okay, also es sollte dir auch so die Hälfte machen, Gigastoß. Aber halt alles andere nicht. Weil jetzt ein Erdbeben halte ich aus. Weil Erdbeben ist schwächer als ein fucking Gigastoß von Leta King. Oh. Hat es jetzt trotzdem Ding? Also die Faulenz. Danke, danke. Wenn das jetzt irgendwie Aquatail kann, dann bin ich aber stinkig. Ich nutze die Gelegenheit. Ich heil mich voll. Da kenne ich nichts, mach ich einfach. Wir müssen den Gigastoß aushalten, sogar einen Crit. Ich will aber keinen Crit. Ich sag's nur. Hatte ich recht? Wir heilen alle voll. Schnecke. Wie viel hat das gemacht? 140. Ja, und dann nochmal sie. Ja, ich müsste den Crit überleben, oder? In der vierten Gen ist Crit nicht doppelt. Weil es nur in der ersten Gen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Dumbina heilen. Da sind wir uns einig. Okay. Leta King ist bei weitem nicht so gefährlich. Dumbina, ganz ehrlich, dick Bulk haben. Macht mich glücklich. Und ich zertrümmer dir jetzt einfach weiter schön deinen Kopf. Ich gehe gar nicht auf Erdbeben, habe ich gar nicht nötig. Zertrümmerer. Bam. Wenn ich einen Death Drop bekomme, wäre ich natürlich glücklich. Dann würde ich danach auf Erdbeben gehen. Vielleicht gehe ich einfach jetzt schon auf Erdbeben. Weil es egal. Es hat ja nicht Erzwinger. Also verschwende ich nicht zu viel. Und er hat nur noch ein Pokémon, oder? Farbigel, Palkia, Dialga, Ding, Ding. Ja, er müsste noch ein Pokémon haben. Ich weiß gar nicht, bin ich schneller? Nein. Okay, Leta King hat extrem gute Werte. Wissen wir ja. Es wäre sogar cool, wenn ich es jetzt nicht K.O. mache. Allerdings bringt es mir auch nicht wirklich was. Ja, was soll's. Ich muss mich sowieso noch mal heilen. Aber je nachdem, was das letzte Pokémon ist, könnte ich vielleicht einfach einen Giratina wechseln. Dann wäre es super Knorke. Und kriegt dann irgendwas Effektives ab und schrei wie ein Baby. Ein wütendes Baby. Ein sehr wütendes Baby. Marcy! Ich bin ein Death Drop. Ich gehe auf Zitrusfisch. Scheißegal, mein Freund. Das hat als Ding gezählt? Ist ja ultra Knorke. Bringt mir nur gar nichts. Bad. Oh. Oh. Oh, das sehe ich gern. Das ist cool für mich. Das müsste jetzt killen, oder? Deathstroke. Ich hätte auf Erdbeben gehen sollen. Ich habe nicht an das Faulenzen gedacht mit Verzweifler. Aber das ist okay. Jetzt hauen wir uns halt einen Supertrank rein. Und alles ist Töfte. Stimmt, es konnte nur Gigastoß. Ich hätte die ganze Zeit ein Ding gehen können. Kann man nicht wissen. Ich dachte, es muss ein Moveset haben, aber der hat einfach nur Gigastoß drauf. Kann man natürlich machen. Ja. Das ist gemein. Das Ding könnte Surfer. Ich gehe auf Grimasse. Awesome! Wenn's. Wir haben ausgehalten Lichtkanone von einem Dialga. Aber will ich das? Eigentlich nicht. 1,24.
1,50. 1,85. Du nicht! Ich gehe nicht in Drachen-Pokémon. Wir gehen in Lasho-Queen. Und wechseln dann sofort wieder raus, wenn er den Draco getroffen hat. Weil dann könnte eine Elektroattacke kommen. Donnerblitz oder sogar Donner. Weil jetzt ist er erstmal auf minus 2. Das sollten wir aushalten. Locker easy. Nicht locker easy, aber das sollten wir aushalten. Beim fucking Crit. Ey. Alter, wie oft ich mit Lasho-Queen im Kampf in den roten Bereich bin. Dann gehen wir jetzt wieder in Lumbina für die Elektroattacke, die kommen könnte. Er hat kein Blizzard eingesetzt, merke ich gerade. Also hat er die ganze Scheiße vielleicht gar nicht. Vielleicht hat er auch nur Draco Meteor. Was geil ist, weil er ist jetzt minus 4. Vielleicht hat er das Crit-Item. Was heißt, würde Lumbina würde jetzt sterben, wenn ich Pech habe? Ich werde Lumbina jetzt voll heilen. Hat er gerade Schaden bekommen? Er hat Leben, Orb. Ich halte Lumbina voll. Das heißt, der Crit war echt ein Zufall. Okay. Weil das könnte man natürlich, er könnte natürlich spielen auf Crit, dass seine Drops nicht so wichtig sind. Tut aber nicht, er hat Leben, Orb drauf. Okay, spielt er full nicht Treffer-Moves, aber er hat keinen Blizzard drauf? Finde ich super. Er hat auf jeden Fall den Leben auf. Was wir jetzt machen, ist einen Top-Trank raushauen. Auf Lasho-Queen. Einfach, falls jetzt plötzlich ein Crit kommt. Ich will eigentlich ein Lasho-Queen sein. Allerdings kann er Donner haben. Er kann Donner haben. Deswegen bin ich mit Lumbina vielleicht gerade besser dran. Ja, gehen wir minus 6. Gar kein Problem. Aber wenn er halt einmal mit Draco-Meteor mich crittet, ist kacke. Wenn er Lasho-Queen crittet, ist egal. Weil hat er schon. Gehe ich jetzt einfach in Lasho-Queen. Ist mir ja kackegal. Wir haben Fokusstoß und Draco-Meteor gesehen. Draco-Meteor dürfte sogar bald alle sein. Das ist okay für mich. Ich glaube, er ist speziell, aber ich gehe trotzdem nicht auf Angeberei. Davor habe ich ein bisschen Angst. Weil stell dir mal vor, der kommt jetzt noch mit der Drachenklaue plus 2. Dann wäre nicht cool. Ich meine, er kann ja physisches im Set haben. Ich weiß nicht, was die Macher von dem Hex sich gedacht haben. Das ist ein Crit. Nicht nur hat er bisher alles getroffen, nein. Er crittet. Zweimal und einmal reicht's. Das war jetzt Arsch. Pass auf. Ich geh in Lumbina. Kannst mich am Arsch lecken. Warum? Wir haben 3 Attacken gesehen. Ich habe Draco-Meteor erwartet. Ich hoffe auf keinen Fokusstoß. Ich mache jetzt Risky. Weil jetzt wird er auf Fokusstoß gehen und ich gehe in Giratina. Oder gehe ich jetzt einfach in Lumbina? Ich gehe jetzt in Platinum. Und dann gehe ich hier nochmal in die Schnecke. Ist mir scheißegal. Jetzt Schemenkraft wäre natürlich lustig. Ich habe ihn grimassiert, aber ich habe das leider nicht mehr. Deswegen wird Schnecke jetzt ein Draco tanken. Das macht mich sehr sauer, dass ich das nicht ausgehalten habe. Das macht mich sehr, sehr sauer. Interessant, aber auch okay. Verreck, aber abgesagt. Nee, war nicht okay. War nicht nett. Und ehrlich gesagt sieht das aus, als wäre das eine eigene Folge. Vielleicht mache ich mach auch eine eigene Folge, wie es aussieht. Dann war die letzte halt die letzte. Gut. Zwei Pokémon haben wir kaputt gemacht. Bei Temnes, okay, musste ich. Aber nochmal, der Crit war frech. Masi halt die Gusch, das fand ich nicht okay von dir, zu critten. Zweimal und einmal reicht's. Ah, ich bin Masi. Ich hasse dich, Masi.
Gib mir den Orden. Ich will die Heizung ausmachen, dann wird es warm. Mann, nicht cool, nicht so cool. Ich dachte, das geht jetzt 10 Minuten. Hat nicht geklappt. Ladestrahl, ja. Boah, du dreckige Drecksau. Es sieht so aus, als ob wir Smackbone nicht aus dem Team werfen. Ich muss echt sagen, Lashoqueen war nicht schlecht. Aber kaputt machen müssen. Ihr kennt Marcy. Wenn da die Polizei kommt, der zeigt halt einfach den Mittelfinger. Ist ihm scheißegal. Bitte Fahrrad fahren, ja. Aber egal, dann werden wir die Pokémon jetzt los, heilen noch. Ich bin ein bisschen schon sehr sauer, ja, ja. Lashoqueen hätte es nicht erwischen müssen. Ich meine, jedes andere Pokémon, wenn es Lashoqueen nicht aushält, jedes andere Pokémon wäre auch gestorben. Jedes andere. Vielleicht hätte ich Schnecke opfern sollen, aber ich habe den ersten Angriff ja überlebt. Das ärgert mich, glaube ich, gerade am meisten. Was hast du? Fausttafel, ganz toll. Schrägrauch. Lashoqueen war gut. Nicht super krass, aber gut. Kann ich bitte... Bisschen traurig. Bisschen traurig, aber wir haben den Orden, das war ein Assi-Kampf und ich will gar nicht wissen, was der Champ hat, wenn das gerade so ausging. Was... Hilfe. So. Dann kommt Fratz wieder rein. Und Nimmersatt. Vielleicht muss ich das Viech für die Top 4 mitnehmen. Ich weiß es nicht. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, Kommentar abonnieren. Bis beim nächsten Mal wieder. Terminus raus. Bis dahin. Discord-Link in der Beschreibung. Bye, bye.